Hallo Herr Mertenberg, hallo Herr Moshammer. Herr Mertenberg, was war Occupy, was ist Occupy? Ja, Occupy war eine höchst ansteckende Idee, die von Ort zu Ort sich auszubreiten begonnen hat und in vielen Städten Platz gegriffen hat, zu Protesten geführt hat, zu Besetzungen öffentlicher Räume geführt hat. Damit verbunden wurden natürlich auch Bruchlinien unserer gesellschaftlichen Erfahrung sichtbar, nämlich völlig neue Bruchlinien. Und zuvor die Unterschiede, die sich ergeben haben in der Gesellschaft, waren zwischen klar definierten Gruppen. Aber heute, diese neu entstehenden Bruchlinien zeichnen sich ab zwischen den 1% von immer wohlhabenderen, immer reicher werdenden Bevölkerungsschichten und den anderen 99%, die quasi zurückbleiben und die Leidtragenden einer wirtschaftlichen und auch politischen Entwicklung geworden sind. Was in diesen Kundgebungen, in diesen Protesten sichtbar geworden ist, war, dass Raum nicht nur ein Medium ist, um hier dem Protest Ausdruck zu verleihen, sondern dass der Raum auch ein Medium ist, um zusammenkommen zu kommen in diesem Raum, um hier neue alternative Strategien und Ansätze für Gesellschaft insgesamt vorzuschlagen. Herr Moshammer, Occupy ist also nicht nur Aktion, sondern zunächst vor allem eine Idee. Welche Rolle spielt dabei die Taktik der Verräumlichung? Das Besetzen von öffentlichen Plätzen war sicherlich die markanteste Eigenschaft von Occupy. Das permanente Versammeln im Raum hat es überhaupt erst ermöglicht, dass wir den Protest als eine Bewegung, als eine weltweite Bewegung auch erkennen konnten. In diesem Sinne war das Besetzen sowohl initiierendes als auch identitätsstiftendes Moment. Und gleichzeitig hat die Errichtung der Zeltlager und insbesondere das damit verbundene oder die damit verbundene Auseinandersetzung in diese Lager auch aufrechtzuerhalten, bildeten das größte Handicap für die Bewegung. Was ich damit meine, ist, dass ja aus der Besetzung der Plätze selbst nichts direkt für den Protest gewonnen werden konnte. Das ist also anders als etwa bei Hausbesetzungen, wo ja eine Aneignung des besetzten Objektes das direkte Ziel der politischen Auseinandersetzung ist, wurde bei Occupy selbst aus der Besetzung der Plätze, jetzt abgesehen davon, dass sich damit die Bewegung formierte, nichts direkt gewonnen. Die Ausgangslage war ja eine ökonomische Betroffenheit, eine ökonomische Verunsicherung. Und weil jetzt aber mit Banken schlecht gestritten werden kann, wurde auf die Politik verwiesen. Wie kann man die Politik erreichen? Dazu wurde Moral und ethische Verantwortung angerufen. Im Gegenzug hat aber die Politik jetzt nicht direkt geantwortet, sondern ist in ihrer Antwort wiederum auf die realräumliche Dimension ausgewichen, indem jetzt zum Beispiel vorgebliche Missstände der Besetzungen angeprangert wurden. In diesem Sinne würde ich meinen, dass die Besetzung von öffentlichen Plätzen sicherlich der große Coup von Occupy gewesen ist. Damit wurde überhaupt erst ein Schauplatz für Auseinandersetzung geschaffen. Und gleichzeitig müssen wir aber die Frage stellen, inwiefern in den Kämpfen um diesen Ersatzschauplatz, der es letztlich auch gewesen ist, nicht wichtiges politisches Potenzial aufgerieben wurde. Was können wir von Occupy lernen und was ist an Occupy zu kritisieren? Die große Schwierigkeit von Occupy sowie von vielen gesellschaftlichen Bewegungen ist sicher darin zu sehen, dass mit jedem einzelnen Erkenntnisschritt, also mit jedem Gewinn von gedanklichen Terrain, mit jedem Gewinn von politischen Terrain zugleich auch die eigenen Limitationen sichtbar geworden sind. Das beste Beispiel dafür ist wahrscheinlich das Kernstück der Occupy-Bewegung selbst, nämlich die Besetzung von öffentlichen Räumen, das Aufrechterhalten der Besetzung. Denn während zunächst hier wichtige Infrastrukturen geschaffen worden sind, sind natürlich mit der realräumlichen Situation, mit diesen Umständen entstandenen Konflikten auch sehr viele Schwierigkeiten aufgetreten, die die wichtigen Fragen, die zunächst ins Spiel gebracht worden sind, wieder verdeckt haben oder diese Anliegen, die hinter den Fragen gestanden sind, oft auch ins Gegenteil verkehrt haben. Ein anderes Beispiel dafür ist aber auch das, was wir als einen politischen Slogan der Occupy-Bewegung kennengelernt haben, nämlich den Slogan Wir die 99%. Das ist ein Slogan, der zunächst natürlich sehr hilfreich ist, um viele Menschen in dieser Bewegung zu versammeln und auch um gewisse Muster und ein Verständnis von gesellschaftlicher Organisation in Frage zu stellen. Mit dem immer wieder Gebrauchen dieses Symbols, mit dem Entstehen eines Fetisches gewissermaßen, ist natürlich auch die Wirksamkeit des Symbols geschwunden. Und nicht nur das, es ist auch ein Phänomen entstanden, dass die
tatsächlichen Spannungen, die tatsächlichen Konflikte und Differenzen, die im Sozialen bestehen, durch diese vermeintliche Gemeinsamkeit verdeckt worden, aber nicht wirklich weggehen. Das heißt, was wir im Prinzip auch lernen können, was wichtig ist für eine gesellschaftliche Bewegung, ist immer auch diese einzelnen Symbole, wie eine Bewegung in Erscheinung tritt, lebendig zu halten, sie immer wieder zu erneuern und vor allem nicht die Repräsentationsebene einer politischen Aktion zu verwechseln mit den tatsächlichen realen räumlichen Wirksamkeiten und Wahrheiten. Herr Mooshammer, wie geht der globale Protest weiter? Nun ja, ich denke, was die Erfahrung von Occupy sicherlich deutlich gemacht hat, ist, dass die Frage von Protest heute keine Frage von kleinen Oppositionen ist. Es ist also bei Weitem nicht klar, wer der Gegner ist, gegen wen oder was es zu protestieren gilt. Wenn ich daran denke, dass wir im jetzigen System eigentlich angehalten sind, selbst als gleichsam kleine Kapitalisten, wenn man so will, spekulativ in unser eigenes Leben zu investieren, zum Beispiel damit wir ein Dach über den Kopf haben, damit wir im Alter versorgt sein werden, dann sind unsere eigenen Interessen sehr viel verstrickter. Und ungeachtet des Protests gegenüber dem System finden wir uns in einer Art Geiselhaft wieder, wo wir insgeheim eigentlich darauf hoffen müssen, dass das jetzige System wirtschaftlich erfolgreich ist. Gleichzeitig, wenn es darum geht, wie Protest weitergeht, haben natürlich im Laufe der Bewegung von Occupy auch die Institutionen der Macht dazu gelernt. Wenn ich daran denke, in den USA wurden zahlreiche Bestimmungen über die Nutzung von öffentlichen Plätzen, aber auch über die Abhaltung von politischen Demonstrationen doch wesentlich verschärft. In Frankfurt hat ja bekanntermaßen das dortige Verwaltungsgericht seine Entscheidung zur Räumung des Lagers in Frankfurt damit begründet, dass es also nicht möglich gewesen sei, einen einheitlichen politischen Willen oder auch eine einheitliche Form der politischen Organisation zu erkennen. Wie kann Protest weitergehen? Ist also jetzt nicht nur eine Frage der besseren Organisation, sondern es gilt auch, zunächst diese intellektuellen Herausforderungen zu bewältigen. Das eine hat mit der angesprochenen Verstrickung unserer eigenen Interessen zu tun, das andere damit, welche Form politisches Engagement heute annehmen kann oder muss. Ist das eine Frage eines alten Modells von Politik, wo es darum geht, in einem formal geführten Wettstreit um die bessere Idee oder die bessere Überzeugung zu ringen? Oder geht es darum, eine Form von politischem Engagement zu ermöglichen, das in der Lage ist, all diese individuellen Differenzen und Fragmentierungen aufzunehmen?